Das hat jetzt gerade ganz schön wehgetan. Das war ein bisschen dumm von mir. Wo ist der denn jetzt hin? Muss ich jetzt etwa hier irgendwie... Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich jetzt hier runterfahren? Nee. Hä? Nee, warte mal. Das ist nicht, was ich machen muss, glaube ich. Geh mal hier raus, Junge. Komm schon. Ich muss, glaube ich, nicht nach unten fahren. Der ist doch hier irgendwo. Da habe ich doch... Ach, mein Gott, wie war denn das? Wo ist er, der Junge? Der ist hier irgendwo unter mir. Also muss ich aber scheiße. Also er ist jetzt genau gerade unter mir. Oh, da ist eine Weste. Die dürfen wir nicht vergessen. Oder die wollen wir mal nicht vergessen. So, und jetzt muss ich hier quasi da drin mal. Wo geht's denn hier wieder rein? Hallo? Ich bin da eben da rausgekommen. Muss da irgendwo reingehen. Ah, hier. So, und jetzt ist er da unten. Oha. Ach, da drin ist er, glaube ich, ne? Flüchte aus dem Hotel. Ah, und jetzt kommt das da oben zum Einsatz, genau. Jetzt kann ich nämlich einfach hier hochlaufen. Oha, was ist denn jetzt? Was hat denn jetzt auf mich geschossen hier? Na, was auch immer. Wir legen uns jetzt mal... Nein, nein, was ist denn jetzt? Das war ja klar. Das war... Das gibt's doch gar nicht! Ey, so ein Sch... Oh, ich fass es nicht, wegen einem Bug. Ey, oh, Leute. Ich fass es nicht. Okay. An dieser Stelle machen wir jetzt einfach mal Folgendes. Ich werde jetzt hier kurz mal die Aufnahme unterbrechen. Aber natürlich... nicht beenden. Ich unterbreche nur mal kurz und bin gleich wieder da. Okay, also bis gleich. Und wir sind wieder da. Ich bin wieder da. Und natürlich, wir werden jetzt einfach laden, weil ich jetzt hier keine Lust habe, die ganzen Waffen alles neu einzusacken. Ja, ich bin gerade ein bisschen außer Puste. Ich bin hier eben quer durch die Wohnung gerannt. Und meine Wohnung besteht aus 3 Etagen. Also ist jetzt nicht so groß, keine Angst, sondern es ist einfach relativ schmal und dafür 3 Etagen. Tja, naja, und ich war gerade ganz unten und jetzt bin ich eben wieder ganz oben. Ja, und dieser merkwürdige Bug hier mit dem Einsinken eben, das war natürlich eben überhaupt nicht geil. Das hat jetzt dafür gesorgt, dass ich diesen ganzen Scheiß hier jetzt nochmal machen muss. Und wir werden es jetzt aber so halten, dass wir jetzt natürlich die Videos nicht nochmal reinpfeifen, sondern überspringen wir jetzt schön. Ja, sollte ich jetzt zwischendrin irgendwie eine neue Folge beginnen, wovon ich jetzt einfach mal stark ausgehe, also doch relativ lang dauert alles. Wir schauen uns das Video jetzt nicht an, was dann gleich kommen wird, weil wir haben es schon mal gesehen, in der Folge davor. Also an dieser Stelle Verweis auf die Folge davor. Unbekannter Anrufer, den kennen wir auch schon. Es ist nämlich unser Freund Ernie Bernie, wie auch immer er heißt. Florian, genau so heißt er. Ernie Bernie halt. Der Hilfe von uns möchte und uns hier anbettelt. Und ja, ich meine, wir sind ja nette Menschen und so, wir werden ihm da bestimmt auch noch helfen, wenn wir soweit sind. Im Moment hätten wir da massig Auswahl an, ja, an Auftraggebern. Aber ich möchte wirklich, wirklich jetzt erstmal die von Raid zu Ende bringen. Ich bin gespannt, wie viele da eigentlich noch kommen. Also es zieht sich ganz schön hier so. Aber mal schauen. Dann ist ja auch noch UL Paper und hier Freddie Mercury da hinten, also FM. Ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt. Freddie McQuarrie, glaube ich. Na, da war was. So, wir fahren hier einfach mal rein. Und klicken das gleich mal weg. Überspringen, denn wir kennen das schon. Und wir fahren zu dem angesprochenen Hotel. Und kümmern uns dort ein zweites Mal um die Gegner. Und eigentlich hatten wir die Mission ja schon. Mein Gott, ich könnte mich so... Ach. Und ich bin dafür, dass wir dieses Mal den Weg fahren, die das Navi sagt. Vielleicht müssen wir da wirklich schneller. Weil letztes Mal bin ich hier quer durchgefahren. Da war es aber auch noch ein bisschen dunkel. Jetzt nehmen wir mal schön einen geraden Weg. Also, nein, nicht einen geraden Weg. Ah, hier, hier, Gott. Also, das... Ah, das war knapp.
Aber das kann ja mal vorkommen, dass man gegen die Polizei stupst. So, follow the yellow line. Das war ein echt unschöner Fehler vom Spiel. Ich wünsche mir, dass das bitte nicht wieder passiert. Jetzt, also dass wir nicht wieder abstürzen. Und irgendwie, aber ich bin mir nicht sicher, habe ich das Gefühl, dass ich diesen Fehler kannte. Also, natürlich habe ich das Spiel ja schon ein paar Mal durchgespielt und mir kommt der Fehler arg bekannt vor. Jetzt nicht, dass der da oben immer wieder auftritt. Fände ich jetzt nicht so toll. Ja, mal schauen. Weil... Na komm. Wir müssen zu diesem Hotel hier. Können wir direkt vorfahren? Klappt das? Jawohl, das klappt prima. Auch das klicken wir weg. Finde einen Weg. Nein, wir brauchen erstmal eine Waffe. So, das hätten wir. So, und jetzt. Der Weg ist natürlich hier E zu drücken und den Lift zu holen. Und eben hat Nico hier so eine coole Bewegung gemacht, aber die macht er gerade gar nicht. Und es kommt der gleiche Lift wie vorhin. Oh, das könnte doch geskriptet sein. Hoffentlich ist das nicht geskriptet. Aber die Grafikfehler nerven ein wenig, um ehrlich zu sein. Und die Jungs sind ja auch direkt Sympathen, ne? So, komm hier, zack. So, und ich denke, wir lösen das Problem einfach mit Handgranaten. Das macht es wesentlich leichter. So, gucken wir doch mal, wer da jetzt noch läuft hier. Wahrscheinlich keiner mehr. Das haben wir doch gut gemacht, würde ich sagen. Aber es natürlich steht hier an der Ecke der Nächste. Na komm. Noch eine Handgranate? Ach, warum eigentlich nicht? Hallo. Schönen guten Tag. Da steht auch, glaube ich, noch einer, oder? Der hat doch bestimmt nicht überlebt diesmal. Ach du je. Na, Sachen gibt's. Aber der natürlich. Jeden normalen Gangster hätte es aus den Latschen gehauen. Außer dich. Du bleibst natürlich stehen. Ist klar. Diesmal nicht. So, ich glaube, da oben können wir erstmal rein. Da kam ja nichts, wenn ich mich recht erinnere, ne? Durch die rote Tür und in der roten Tür, da kommt dann einer, nämlich daraus. Schöner Schuss. Das hat mich genau nichts gekostet. Wunderbar. Dann laden wir bitte einmal nach. So, und dann steht da geradeaus. Die nächste Schargegner. Sehr schön. Der bewegt sich noch. Der bewegt sich auch noch. Müssen einmal kurz nachladen. Der bewegt sich nicht mehr. Und dann schießen wir einfach auf die Beine. Und auf die Arme. Der schießt auch nicht mehr. Wir laden nochmal nach. Und der schießt auch nicht mehr. Und weiter geht's nach oben. Da kommen wir jetzt leider noch nicht rein. Aber dafür kommen wir dahin. Ja, ja, ist gut. Komm immer schön ruhig. Achso, den hätten wir vorhin schon erledigen müssen wahrscheinlich. Ich dachte, es kommt hier wirklich irgendwie auf die Reihenfolge an oder so. Scheinbar sind die alle gleich. Aha. Schön die Beine weggeschossen. Also nicht schön, schade. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, was jetzt, ob wir hier eigentlich durch die Scheiben durchschießen können. Ja.
Das sind doch aber noch welche diesmal. Da unten nämlich. So, hängen wir diesmal auch wieder irgendwie hier. Da ist doch auch noch einer gewesen. Die stehen auch gar nicht hier drauf auf dem Zettel. Auf der Anzeige hier. So, E. Drücke E. Und jetzt runter. Ich weiß gar nicht, ob die mich jetzt hier irgendwie verfolgen. Aber bestimmt nicht. Gucken wir einfach mal. Wir können auch nicht nach unten schauen. Das ist blöd. Das ist auch merkwürdig. Warum kann ich nicht nach unten schauen? Ich könnte hier unten drin nach unten gucken. Ziemlich hohe Geschichte auch. Aber offensichtlich stürzen wir zumindest nicht ab. Das ist ja schon mal sympathisch. Mann, jetzt sind wir im Hinterhof. Sehr gut. So, drücke E, um die Plattform zu verlassen. Drücke E, um die Plattform zu besteigen. Und wir gehen mal schön hier drüber. Nette Animation. Ja, ganz toll. Ich brauche ein Auto. Schneller. Ich brauche schnell ein Auto. Oh, die haben einen Reifenblatt geschossen. Super. I shut Isaac up for you. I feel like all I've been doing is shutting people up ever since this diamond thing started. Well, we ain't got the diamonds, and we don't know where they are. Johnny, that spiker scumbag, is disappeared with the money. And every other mouth that came close to those diamonds is lost for good. Except for yours, that is. You gotta be grateful for that. Screw you, Ray. I ain't your cleanup guy no more. You get that? Alright, Dickie, alright. Don't go forgetting about respect or nothing. Still just another straight off the boat punk. This city can get real scary if you don't got friends. You remember that. Wir müssen jetzt einfach mal das Auto wechseln hier, das wird sonst nichts. Na komm. Hey, bist auf der Flucht. Nimm mal das da, komm. Come on, Mister. Out of the car. Radio aus. Das wird, glaube ich, jetzt deutlich besser gehen. Klar. Tür weg. So, haben wir es denn jetzt vielleicht mal? Ja, das dürfte es jetzt gewesen sein. Wenn wir uns jetzt nicht ganz dumm anstellen, müsste das klappen. Ray hat mich lieb. Niki, du musst dich mit Phil treffen, bla bla. Okay, sehr gut. Okay, jetzt gibt's keine Ray-Mission mehr vorerst. Das heißt, wir fahren erstmal zurück. Ja, und ich denke, nachdem diese Aufnahme ja doch relativ lang war, werden wir ja jetzt erstmal ein Päuschen einlegen. Ich werde rendern, ich werde schneiden, ich werde hochladen, das alles wird ein wenig dauern. Und werde dann hoffentlich sehr bald wieder in die nächste Session eintauchen. Und dann werden wir uns mal mit den Missionen von UL Paper befassen, denke ich. Oder fahren wir zu Phil? Nee, wir machen dann erstmal UL Paper. Obwohl Phil könnte was mit den Diamanten zu tun. Naja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. UL Paper. Das haben wir vorhin schon mal gehört. Das kam nur diesmal ein bisschen später. Vorhin haben wir das schon mal gehört. Wir haben das große böse Monster gefunden. Und es war nicht das große böse Monster. Wir wissen das. Okay. So. Freunde der Sonne. Auf nach oben. Auf ins Bett. Auf zum Speichern und auch für mich heißt es dann nämlich jetzt erstmal ein bisschen Feierabend machen, ein wenig Pause einlegen. Das wird schön. Nicht, dass mir keinen Spaß macht oder so. Also hier, speichern. Ja. So dann, liebe Freunde des gepflegten E-Sports, wir sehen uns die Tage. Macht's hübsch. Tschüss.